Und hiermit ein herzliches Willkommen zurück zu Die Sims 4, die Insel. Ihr seht, ich habe was verändert. Naja, ich habe nicht nur was verändert. Ich habe die Insel komplett neu gebaut, weil mir die alte Insel war mir irgendwie zu klein und alles Mögliche. Und dann hatte ich auch noch eine andere Art der Challenge gefunden, die ich persönlich besser fand. Und dann habe ich Samstag im Stream einfach mal eine neue Insel gebaut, die sogar sehr hübsch geworden ist und auch mehr nach einer Insel aussieht. Auf einem größeren Grundstück. Ich habe jetzt in Windenburg gebaut, habe jetzt eine Villa abgerissen dafür, aber das ist nicht weiter schlimm. Und wir müssen jetzt jeden Sim-Tag einmal würfeln, wegen dem bösen und dem guten Gott. Die entscheiden dann, was passiert an dem Sim-Tag. Und ich habe mir dann hier so eine Seite aufgerufen, wo das alles steht. Und wir werden jetzt jeden Sim-Tag morgens einmal würfeln. Dafür habe ich auch noch was angemacht. Moment, ihr seht es gleich. Das hier. Das sind unsere Würfel. Wir haben zwei Würfel und je nachdem, welche Zahl rauskommt, müssen unsere Sims irgendwas machen oder sie bekommen irgendwas oder jemand stirbt oder jemand Neues kommt auf die Insel. Ich kann ja mal kurz hoch, ihr seht da schon was. So. Ich kann das ja mal ein bisschen größer. Moment. Hier, so. Da seht ihr nämlich, was passiert. Zwei, der weiße Gott scheint sein Licht der Freude und Fruchtbarkeit auf die Insel. Es fühlen sich auf einmal alle so munter und heiter. das sind alles Zaubersprüche. Ich werde die alle mal in die Infobox reinknallen, aber das wäre jetzt ein bisschen zu viel, das alles vorzulesen. Und da haben wir wieder unsere Würfel, die wir brauchen werden. Und wir würfeln jetzt einmal einfach mal ganz kurz. Nur zur Info, wenn jetzt ein Zahl rauskommt, wo steht, ein Sim muss sterben, werde ich diesen Zauberspruch nicht anwenden, weil ich finde, das wäre jetzt alles zu früh, noch schon jemanden sterben zu lassen, weil erstmal müssen mehr Sims auf die Insel kommen. Es sind ja bereits jetzt erstmal nur zwei, ich wollte jetzt nur mit zwei anfangen und nicht schon mit acht, weil ich möchte, jemand möchte, soll ja doch auf die Insel kommen und so. Also werden wir jetzt einfach mal würfeln und wir haben eine 12 gewürfelt. Was ist die 12? Schon verwut, du hast ihn aufgeweckt. Ja, siehst du, das meine ich. Das meine ich. Immer wieder würfeln. Okay, da haben wir jetzt eine 6. Die Flut nimmt ab oder ein neues Sim wird an den Strand gefunden. Wer ist das? Wo kommt er her? Der Sim ist absolut zufällig. Du darfst nur sexuell und Aussehen bestimmen. Falls du schon 8 Sims hast, nehmen wir einfach mal an, dass du der Sim leider die vielen Strömungen nicht überlebt hat. Platziere ein Skelett, wenn du magst. Ja, ihr seht schon kommt ein neues Sim auf die Insel. Ist ja auch interessant. Das ging jetzt relativ schnell. Dann werden wir das so einfach mal machen. Gehen wir mal in die Welten verwalten, speichern, Welten verwalten gehen. Und lassen wir einen neuen Sim auf die Insel einziehen. Der Gott hat bestimmt und wir werden dem Gott Folge leisten. Auch wenn er wahrscheinlich jetzt sauer ist, weil jemand gestorben ist. Es tut mir leid, lieber Gottfeller. Es tut mir leid, Gottfeller ist unser böser Gott. Das hat der Shadow-Insel im Stream so bestimmt und so wird es jetzt auch sein. So, Windenburg. Windenburg. Hört sich irgendwie Hansburger aus, Gilmore Girls. Haushalt verwalten. Kannst du ein Sim von dem Haushalt bearbeiten oder ein Fernseher 19 hinzufügen? Machen wir das doch mal. Machen wir mal neu. Ich darf Geschlecht und Aussehen bestimmen. Okay. Ich hätte gerne eine Frau. Und am besten nicht so dick. So, ich mache das einfach ganz schnell und ich möchte jetzt nicht so viel rumfuchteln, weil wir möchten ja auch noch was erleben. Ja, besonders hübsch ist sie ja nicht, ne? Besonders hübsch ist sie ja nicht. Nein? Nein, ich möchte auch ihr nicht ihre Nase bestimmen. Aber ihre Lippen, oh Gott. Die sind natürlich zu viel. Okay, mit den Augen und so sieht sie schon viel besser aus. Dann brauchen wir noch ein paar Haare. Am besten eine Blondine. So. Ah, nee, wir wollten ja eine Blondine.
Nee, am besten den beiden von den eigenen. Oh Gott, jetzt so eine riesige Stirn. Okay, das hat nicht ganz funktioniert. Wieso hat sie so eine riesige Stirn? Und sie hat so ein verdammt rundes Gesicht. Okay, jetzt sieht sie schon besser aus. So, Augenbrauen, Haare anpassen. Sehr gut. So, ein bisschen irgendwas Sommerliches. So. Ein langer Rock wäre doch was Schönes. Und dann noch ein Ober... Ach, sie hat so riesige Brüste. Glaube ich das nur, oder hat die so dicke Augenringe? Sieht mega aus, als hätte sie Augenringe. Dann bekommt sie noch ein paar Flippy-Flops. Mein Freund hasst Flip-Flops. Okay, das verstehe ich nicht. So. Sowas? Das ist doch hübsch. Ah ne, wir sind auf einer Insel, da gibt es keine hochhackigen Schuhe. Shit, hier sind nur hochhackige Schuhe. Das können wir so lassen. Das können wir so auch lassen. Ich mache das gerade einfach nur schnell und bündig. Da kann man es ja immer noch ändern. Das ist auch okay. Das ist auch okay. So. Sieht aus, als hätte sie irgendeine Krankheit, wo sie so gelb ist. Ja, genau. Grün ist doch was Schönes. Glaube ich das nur, oder hat sie einen riesigen Hintern? Ja, sie hat einen riesigen Hintern. Okay, sie ist mal nur die Jetzt ist sie zu gelb. Ich finde, sie hat so dicke Augenringe. Laura Tyson. So, was darf ich bestimmen? Hier. Ich darf ja nur Aussehen bestimmen, ne? Kann man das alles irgendwie zufällig bestimmen? Oder ein bisschen irgendwas wieder mit Natur. Angela Ass, die Kuratorin. Outdoor-Fan, ja, das ist doch was Cooles. Oh ja, ein bisschen düster sollte sie sein, das finde ich cool. Selbstsicher. Ich weiß ja nicht, ob ich das gerade bestimmen darf, aber bis.
vegetarisch, zimperlich. Das finde ich irgendwie cool. So, Laura Tyson zieht jetzt auf die Insel. Und ich. So. So, und dann. Und dann auf ja. So, da haben wir jetzt unsere Laura. So. So, wir haben Laura. Wir haben Laura. So. Huch. Laura ist noch an der falschen Adresse. Und wir sollten mal... Und die soll mal wieder hier rauskommen. So, dann soll sie sich mal umziehen. Muss ja nicht die ganze Zeit hier im Dings rumlaufen. Sie hat so Augenringe. Outfit ändern. So. So. Kennenlernen? Wir haben uns ja gerade erst kennengelernt. Hey, ich bin neu hier und ihr so? Ja, ich liebe Bücher, aber hier gibt es leider keine. Das ist total traurig, Mann. Warum? Ich will Bücher lesen. Natürlich gehen wir schwimmen. So. Da, ja, ich hasse Fliegentücher auch. Die sind total schrecklich. Die mag ich überhaupt nicht. Das ist so ekelig. Aber wer, du gehst nur fremd. Ich weiß auch nicht, wie ich da gerade drauf gekommen bin. Ich geh mal ein Lagerfeuer machen, Mann. Machen wir das Ganze mal ein bisschen feurig. Feurio. Dann gehen wir dann an einer anderen Stelle einfach mal eine Runde schwimmen. So. Jetzt haben wir auch mal eine Werkbank rumzumessen. Wir müssen noch unsere Sachen. Okay, bewässern können wir gerade nicht. Profi-Geldmeiner. Nein, das machen wir bestimmt nicht. Nein. Wo schwimmt sie denn hin, Mann? Laura Tyson hat die Fitnessfähigkeit erworben. Mann, das ist ja aber sportlich. So, nicht, dass die mir aus dem Dings flüchtet. Nachdem sie ein paar Runden einfach mal... Wie wurde denn gerade wieder Geld ausgegeben? Noch ein Messerblock. Wir haben doch schon zwei Stück. Was, wo sollen wir den alle hinstellen? Und später tun wir den ganzen Messerblock einfach mal ins Wasser schmeißen und dann werden wieder irgendwo angespült. Sehr gruselig. Sehr, sehr gruselig. Mann, das mache ich aber fantastisch gut, Mann. So. Obwohl eigentlich... Okay. Dann angeln wir doch mal. Angeln gehen. Das ist doch eine Idee. Hat die Angelfähigkeit erworben. So, was macht unsere neue? Die steht immer noch rum. Wo will sie denn hin? Später trinkt sie auch noch. Das wäre ja was. Und wir schwimmen einfach mal durch den Stein. Das ist okay.
Das ist eine super Idee. Das macht so einen Spaß. Level 2 der Geschicklichkeit Fähigkeit. Nein, nein, nicht dahin gehen. Nein, nicht dahin gehen. Sehr gut. Ich muss das Grundstück noch sperren, dass sie nicht vom Grundstück können. Ein süßer kleiner Fisch. Mach das doch nochmal. Ach Mann, oh, schade. Jane hat einen guten Fang gemacht. Wert für 5 Simoleons kann man ihn versteigern. Eine tolle Idee. Kann er auch was anderes herstellen? Nein, kann man nicht. Bestäuben. Was macht er denn da? Ach so, er pinkelt in den Baum. Okay, ja, wir haben ja keine Toilette. Da habe ich gedacht, ich stelle da einfach mal einen Baum hin. Und sie hat nichts gefangen, die arme Maus. Die Arme. Ist er immer noch am Pinkeln? Techtelmechtel mit, Baby machen mit, bestäuben. Da wir kein Techtelmechtel machen und nur Baby machen mit, können, weil es hier keine Verhütung gibt, werden wir früher oder später ein Baby kriegen. Mit den beiden. Was ist denn los mit ihm? Warum? Ist der irgendwie gerade verbuggt oder so? Oder wollte er in den Vulkan springen? Kann man die eigentlich sammeln? Man kann auch irgendwie Äste. Ich habe extra ein paar Äste. Vielleicht war das auch falsch mit den Ästen. Das ist das süß. Das ist voll süß, das Bild. Ihr wisst, ihr merkt schon, ich liebe Screenshots zu machen. So. Jane hat einen guten Fang gemacht, einen Barschgewicht. Mich erinnert das mit diesen Fischefangen voll an, hier, wie heißt es, an Animal Crossing. Ich weiß noch, wie viele Fische ich da gesammelt habe, um Geld zu verdienen. Maxis hat ein Zimmer favorisiert. Ah, okay. So. Noch mehr? Oh Mann. Wo sollen wir denn alle hinstellen, die ganzen Messerblöcke? Das ist ja echt gruselig. Messerblock 1. Da haben wir 3, da haben wir 4. Okay, den 5. Messerblock haben wir nicht, aber ich glaube, da wird gleich noch ein Messerblock hergestellt. Messerblock fortsetzen, Schützerei verwerfen. Also man kann nur einen Messerblock machen. Okay, das ist irgendwie sehr gruselig, wenn ich das nur so sagen darf. Wir haben ein Messerblock-Problem, ein schweres Messerblock-Problem. Überall Messerblöcke, das ist echt gruselig. Mal, hat er nichts zu tun? Hat er vielleicht keinen Hunger? Man, wir haben ja ein paar Fische, die wir essen können. Okay, komischerweise geht es allen noch gut. Okay, da muss eigentlich mal jemand dringend pinkeln. Hör mal auf und gehen mal bestäuben. Alter, was hat sie denn da gefangen? Ich weiß nicht, was das ist. Keine Ahnung. Ich glaube, es sind Algen. Oh, schmeißen wir einfach wieder zurück. So, und gehen mal pinkeln. Man kann echt in diesem Stinkebaum einfach mal Techtelmechtel haben. Ich weiß nicht, ob das so hygienisch ist. Ich stelle mir das eher sehr ekelig vor. Tatsache, man hört sie pinkeln. Ist ja ekelig. Ist ja mega ekelig. Man hört sie eiskalt pinkeln. Hört ihr das? Das ist echt ekelig. Das ist sehr ekelig, wenn ich das so sagen darf. Oh, Nummer 2. So. Im Busch Baby machen. Oh Mann.
Ein Romantiker reicht nicht für einen Heiratsantrag aus. Oh, das ist ja interessant. Sind wir nicht zusammen? Junger Erwachsener, fester Freund, Turteltauben. Vielleicht sollten wir aber ein bisschen rumknutschen. Einfach ein bisschen rumknutschen. Lass uns knutschen. Küssen. Die ist irgendwie ein bisschen dick, oder? Sie ist nicht die schönste, die ich erstellt habe, aber es sollte ja schon nur schnell gehen. Du störst uns beim Knutschen, Mann! Was fällt dir eigentlich ein? So. Können wir eine Runde... Nein, wir können immer noch nicht bewässern. Ich dachte, wir könnten vielleicht irgendwie was bewässern oder so. So, wir müssen ja pflanzen und so. Und einen neuen Messerblock! Ja, und damit beende ich auch die heutige Folge Freundliche Sims für die Insel. Ja, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei der neuen Folge von die Insel. Und mit der neuen haben wir, denke ich, einen guten Fang gemacht, unsere Blondine. Die nicht die hübscheste ist, aber das ist okay. Das nächste Mal werde ich das wohl auf Screen machen oder es dann halt einfügen oder so. Und sie dann, weil es braucht schon ein bisschen Zeit, jemanden zu erstellen. Das war jetzt einfach nur auf die Schnelle, das kam mir jetzt auch sehr überraschend. Hätte ich gedacht, dass heute schon mal Neues auf die Insel kommt. Und ich wünsche euch an dieser Stelle noch einen wunderschönen Tag. Ich bedanke mich fürs Zuschauen von euch und wir sehen uns in der nächsten Folge von Die Sims 4, die Insel. Bis dahin, tschüss!